Willkommen zurück zu Grandia HD Remaster. Wenn euch das Video gefallen sollte, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar und abonniert nicht vergessen, checkt auch bitte die Links in der Videobeschreibung. Einmal zu meinem Twitter-Account, da poste ich jeden Tag wann und wenn mein Livestream online geht, einen Link zu meinem Discord-Server, da dürft ihr auch sehr, sehr gerne beitreten, würde ich mich freuen. Und einen Link zu meinem Livestream, denn ich streame mittlerweile täglich ab ca. 18 Uhr und würde mich freuen, wenn ihr da einschalten würdet. Wir sind hier im Nebelwald. Und, oh fuck. Meine Aufgabe wird es jetzt sein, eigentlich echt nur hier durchzurennen. Also, ich mag den Wald nicht persönlich. Dementsprechend, ja, möchte ich hier einfach nur schnell durch. Hier gibt es auch, glaube ich, nichts Großartiges, was wir mitnehmen müssten. Oder was wir dringend brauchen. Dementsprechend, ja. Versuchen wir durchzurennen und den Wald schnell hinter uns zu lassen. Dieser Flecken scheint sicher zu sein. Schlagen wir hier unsere Zelte auf? Jetzt schon? Wow. Kneif mich mal. Wir sind wirklich auf Abenteuerreise im Nebelwald und auf dem Weg zum Ende der Welt. Und es ist ein echtes Abenteuer. Ganz anders als diese albernen Abenteuer der Abenteurerliga. Was meinst du, wie weit sind wir von Neuparm entfernt? Ich sehe die Lichter von Luke nicht. Wow, du hast gerade genau wie deine Soldatenschwester geklungen. Wie hieß sie nochmal? Ach ja, Lin. Ich hätte nie gedacht, dass wir sie so wiedersehen. Meine Schwester war so gut zu mir. Und sie hat gesagt, sie sucht nach dem Geisterstein. Ich frage mich, was das alles soll. Hey Fina, Kopf hoch. Dafür gibt es sicher eine Erklärung. Ja, du hast recht. Lin ist ja kein schlechter Mensch. Nein, aber der, der die Befehle gibt. Fina, ich wollte dich nicht beunruhigen. Ich verhalte mich wohl auch nicht so wie immer, oder? Stimmt's, Justin? Genau, mir gefällt die lächelnde Fina am besten. Okay, Justin. Na, wir schlafen jetzt aber besser. Ihr beide seid bestimmt müde. Ich hoffe, dir geht es besser, Fina. Dies ist unser gemeinsames Abenteuer und wir sind immer für dich da. Wir machen morgen weiter. Also, okay. Gut, das dürfte es gewesen sein. Zack, zack. Gute Nacht, Justin. Gute Nacht, Sue. Gute Nacht, Lin. Okay. Ja, wir brauchen hier nichts machen. Weiter geht's. Okay. Das war so klar. Sackgasse. Genau wie hier. Okay, wieder zurück. Kommt ihr denn jetzt her? Initiative. Nice, okay. Ja, dann hauen wir die halt mal weg. Wenn sie meinen, sie müssen uns im Weg stehen. Gut. Die sind zum Glück nicht das Problem. Ich denke mal, nach dem Wald sind wir sogar schon an der Mauer. Bin mir da aber auch nicht sicher. Okay, den habe ich nicht gesehen. Wieder Initiative. Zwei Stück. Na gut. Na dann. Ja, komm. Ah, okay. Ein See. Kommen wir irgendwie weiter? Schaut, Justin, ein Fluss fließt durch den See. Hä? Wie das denn? Ja, indem das halt nur eine Pfütze ist oder so. Eieiei. Was zum... Dieser See muss eine Art Illusion sein. Ja, oder das. Krieg dich ab, Mann. Oh, geh weg von mir. Danke. Ja, wir scheinen gut Richtung Ausgang zu kommen. Das ist doch schön.
Oder zumindest in den nächsten Abschnitt, wie wir sehen. Weiter geht's. Ach, nur Geld. Shit. Ah. Okay, einmal da lang. Halt einmal ganz kurz. Haben noch ein bisschen Schaden gekriegt. So. Sehr gut, der Kompass rastet jetzt ein bisschen mehr aus. Ah, falsche Seite. Nehmen wir das Kraut noch mit, wenn wir eh schon mal da sind. Wenn ich es nicht bräuchte. Da war auch gerade ein Speicherpunkt, glaube ich, haben wir gesehen. Ja, nice. Da hoch. Jawohl. Und somit sollten wir fast da sein. Warte mal, Justin. Sieh dir das an. Die Mauer. Endlich sind wir da, am Ende der Welt. Boah, die ist unfassbar groß. Puh. Endlich am Ziel, das Ende der Welt. Ich hab's dir doch gesagt. Wir sind angekommen, oder? Ja, hast du gesagt. Nun ist die Frage, kommen wir da hoch? Ja, schaffen wir das? Schau nur, wie hoch es ist. Ich kann das Ende nicht sehen. Hey, was soll das? Wir sind so weit gekommen, also Schluss mit den Zweifeln. Wir klettern auf jeden Fall da hoch. Und überhaupt, ein Abenteurer kann alles schaffen. Mann, Justin, du bist immer so voller Tatendrang. Ja, aber er hat recht. Klar, Volldampf voraus, wir schaffen das irgendwie. Also dann los. Immerhin haben wir schon einen Weg hinter uns. So sieht's aus. Ach, wir sind sogar direkt da. Ende der Welt. Ja, das ist lustig. Ist so ein bisschen, Minigame-like. Das Ganze. Oh. Ist aber super lustig gemacht. Auch hier werde ich mich jetzt nicht groß umschauen. Weil es ja auch nichts allzu krasses gibt, glaube ich. Dementsprechend, ja. Da haben wir nichts. Da haben wir noch was. Oh, das tat weh. Eine Frucht, die wir nehmen. Den Samen, den wir nehmen. Dankeschön, Spiel, für die Schmerzen. Plus 3 Geschick auf Justin. Klugheit. Ich glaube, so Sachen, die Magie beeinflussen können, wie Klugheit oder... da wäre ich jetzt gern hoch. Ah.
Gut, dann will ich da nicht mehr hoch. Genau, Sachen wie Klugheit oder eben die MP, maximale MP erhöhen, würde ich alles Fina geben, persönlich. Sie ist ein bisschen mehr Magierin als Justin. Und Justin benutzt ja eher zum Auto-Attacken. Kann was auf der anderen Seite ist, ist aber auch egal an der Stelle. Hauptsache wir kommen irgendwie nach oben. Dankeschön. Also ihr seht, es ist echt Minigame-like. Das Ganze. Oh, ein Dolch. Mit Windattribut, also jetzt auch nicht die Welt und auch nicht das Gelbe vom Ei so. Hier piepst es irgendwie. Wo ist denn hier was? Ah, da. Ende der Welt 3. Schon. Krass. Ich glaube, hier haben wir den ersten Pausenpunkt, ne? Ja. Wir haben einen weiten Weg hinter uns. Dieser Platz scheint sicher zu sein. Ruhen wir uns kurz aus. Ich mag das Ende der Welt. Man ist richtig weit oben. Auf unserer Höhe fliegen die Vögel. Ich habe mich richtig erschrocken. Ganz egal, wie hoch diese Mauer ist, irgendwo muss sie enden. Ich sage euch, wir schaffen es. Oh, schon wieder. Ganz so einfach, wie Justin gerne tut, ist die Welt doch nicht zu erforschen. Schau mal, Justin, wie weit man von hier aus sehen kann. Ist das da unten, Luke? Ich kann es immer noch nicht glauben. Wir besteigen das Ende der Welt und sind schon richtig weit gekommen. Ha, und du wolltest mir nicht glauben, Fina. Keiner hat mir geglaubt. Java nicht, ganz nicht, niemand. Wer? Java, der Abenteurer? Ist er sowas wie euer Lehrmeister? So würde ich es nicht nennen. Aber Fina, woher kennst du diesen alten Typen eigentlich? Fina, woher kennst du Java? Jeder kennt doch Java. Den Entdecker der Java-Ebene. Er ist aber kein aktiver Abenteurer mehr. Er ist im Ruhestand. Du kennst echt alle möglichen Leute. Das mit dem Ruhestand darfst du nicht laut sagen, Fina. Wenn er sowas mitkriegt, wird er ziemlich ausfällig. Hast du einen an der Klatsche? Ich bin sowas von noch aktiv. Sowas würde er dann brüllen. Morgen ist ein großer Tag. Wir müssen unser Bestes geben. Puh, wir sind richtig weit oben. Aber irgendwo muss diese Mauer ja enden und genau da wollen wir hin. Ganz so einfach, wie Justin gerne tut, ist die Welt doch nicht zu erforschen. Wenn ich da bin, passiert ihm nichts. Gute Nacht. Okay, ja. Schlafen wir erstmal eine Runde. Und ja, wollen jetzt weiter nach oben. Ist ja ganz klar. Okay, was auch immer. Stoß mich das Ding jetzt wieder runter? Ach nee, es war nur einmal. Nett. Ja, hau auf, komm. Hä, ich habe den Knopf doch gedrückt gehabt. Man muss sich zweimal drücken. Okay. Also sehr ruhig, wie ihr merkt. Also keine Gegnerinteraktion oder sonstiges. Ende der Welt 4. Was haben wir, wenn das Ding wieder hochfährt? Es fährt anscheinend so nicht wieder hoch. Ende der Welt 4. Kaputt. Und weiter hoch. Ja, es geht richtig weit hoch. Cooler Wächter. Mit dir. Oh, da ist so ein Vogel.
Kennen wir ja. Gegen so einen ähnlichen haben wir ja in der... in den Sultminen, glaube ich. Oh. Gefightet und er kommt wieder. Ein Lehmvogel. Ja, so viel Leben hat er nicht. Die 200. Die hauen wir ihm weg. Ja. Sauber. Ende der Welt 5. Oh, die ersten Gegner. Schallfledermäuse. Okay, schöner One-Hit. Ja. Gut. Das hatten wir so ja schon mal. Ah, Vertrauen, Alter. Dafür auch. Wenn ich hier runterfalle, lande ich bei dem Geldsack. Aber lassen wir mal. Ende der Welt 6. Und ich glaube, hier ist auch wieder ein Speicherpunkt. Bei 3 und bei 6, genau. Hey Justin, sollen wir heute hier unser Lager aufschlagen? Krass, ich bin keine 5 Minuten gelaufen. Und wieder ein Lager. Ich bin einfach so müde. Es geht so langsam vorwärts. Und die Aussicht bleibt immer gleich. So, gib nicht auf. Weißt du noch, was Java gesagt hat? Bestehe die Prüfung, da bekommst du vielleicht, was du begehrst. So funktionieren Abenteuer nun mal. Ja gut, aber trotzdem. Es ist anstrengend und langweilig. Oh, okay, jetzt wiederholt sie sich schon. Ich verstehe, wie sie sich fühlt. Wir klettern und klettern und die Mauer hört einfach nicht auf. Ob sie überhaupt ein Ende hat? Oh, sogar Fina kommen Zweifel. Hey, wir sind Abenteurer. Abenteurer geben alles und verzagen nie. Du hast recht, Abenteurer dürfen nie den Mut verlieren. Hm, Justin hält wieder Vorträge für den Abenteureralltag. Jeder Berg hat einen Gipfel, also muss auch diese Mauer irgendwo enden. So sieht's nämlich aus. Okay, wieder alle. Dialoge? Ich glaube, dass wir mindestens die Hälfte schon hinter uns haben. Allzu weit kann es nicht mehr sein. Das sagt er. So, noch einmal heilen. Oh, danke. So, hier auf die Lichtdinger aufpassen. Jetzt haben wir hier, glaube ich, einen ziemlich coolen Spot. Oh. Ja, hier. Den ich sehr, sehr gerne nutzen möchte und auch sehr gerne nutze. Das ist nämlich dieser hier. Das hier ist, lustigerweise, ich weiß nicht, ob das so gewollt ist, aber wenn wir hier reingehen, haben wir einen unendlichen Gegner-Spawn-Punkt. Lustigerweise. Das heißt, hier kommen fast ausschließlich Fledermäuse. Und das ist so einer der Punkte, die man echt gut nutzen kann, um unter anderem halt sowas wie Schlaf zu leveln oder halt Wind, Erde, verschiedene Sachen. Also kann man zumindest ganz gut, weil wie gesagt, unendlich Gegner spawnen nach. Und wir können jederzeit wieder runter zum Speicherpunkt und uns somit Mana auffrischen. Somit ist das hier eigentlich ein ziemlich geiler Punkt, um Magie zu leveln. Dauert natürlich insgesamt, ne, weil man halt sehr viel Magie wirken muss. Hier können wir gehen machen zum Beispiel. Also nur, dass ihr Bescheid wisst, also ihr könnt den Ort wirklich sehr gut nutzen, um diverse Magie hochzuleveln, weil die auf jeden Fall einschlafen. Das heißt, ihr bekommt allein fürs Einschlafen EP, also Wasser-EP.
Aber Wasser können wir irgendwo besser leveln, auf jeden Fall. Jetzt will ich mal kurz wissen, was das macht. Ansonsten werden wir wahrscheinlich weiterlaufen und ich werde den Spot nicht nutzen. Ist eigentlich ein bisschen blöd, aber... Das Ding ist, wir werden Wasser auf jeden Fall irgendwo besser leveln. Später. Das heißt, Wasser ist nicht das Problem. Erde können wir auch so ziemlich easy leveln. Das Einzige, was ein bisschen dumm ist zum Leveln, ist halt mit Justin Wind. Das ist so der einzige... Knackpunkt an dem Ganzen. Aber spätestens jetzt treffe ich wieder nicht alle mit Wind. Mit Justin. Aber gut, man kann ja auch so leveln wegen normalen Erfahrungspunkten. Also wegen Charakter-EP. Auch das ist auf jeden Fall sehr, sehr lohnenswert hier, weil man bekommt halt safe mit Level Up. Nice. Gucken, wie viel EP wir bekommen. Ich glaube, safe 100 EP oder so. Gucken nochmal. Ja, 100 Erfahrungspunkte. Gar nicht mal so schlecht. 41 Wind-EP ist eigentlich ziemlich gut. Oder hier 32 Wasser. Dafür, dass Fina, glaube ich, zweimal Einschläfern gemacht hat. Das ist schon in Ordnung. Und ihr seht halt 100 EP, ne? Jetzt zeige ich es euch nochmal. So, wir gehen einfach hier raus, warten, bis die Ding aufhört. Gehen wieder rein und es sind wieder Gegner da. Und das halt die ganze Zeit. Ich glaube, Fina bekommt dann Wasserlevel ab. Ja. Also nur so als Information für die Leute, die unter euch, die Grandia selbst nochmal spielen wollen. Das ist auf jeden Fall ein guter Level-Spot, würde ich zumindest behaupten. Zumindest an dieser Stelle des Spiels. Ne? Wie gesagt, es kommen noch bessere Spots auf jeden Fall. Aber das ist ein ziemlich geiler, weil wie gesagt... Unendlicher Gegner spawnen, also. Ja. Kann man. Wunderbar nutzen. An dieser Stelle. Eigentlich stehen unsere Charaktere sogar ziemlich gut für Läufer. Soll ich das echt ausreizen, ey? Reaktion der Gegner ein. Ja, nee. Komm, wir hauen die weg und laufen weiter. Wie gesagt, ich hab's euch gezeigt. Ihr wisst jetzt Bescheid. Ihr könnt das gegebenenfalls selbst nutzen. Also, wie gesagt, safe 100 Erfahrungspunkte für die Charaktere. Also, ihr könnt da euch echt austoben und Magie leveln. Und halt die Charaktere nebenbei. Das ist super gut. Nochmal wieder 40 Wind-EP. Ja. Gut. Wir wollen aber weiter. Ende der Welt 7. Weiß gar nicht, wann wir oben sind. Wie viele Ebenen hat das? Ach ja, dann halt nicht. Komm. Ich weiß gar nicht, wie viele Ebenen es hier hat. 9, 10, 11. Wie war das hier nochmal? Wir schläfern kurz die Fledermäuse auf jeden Fall ein. Die werden mir sonst auf die Nerven gehen. Ja, lustig, es funktioniert auch beim Lehmvogel. Oder Smaragdvogel oder wie der hier heißt. Gerade. Auch not bad. Ja, Smaragdvogel. Den hauen wir erstmal weg. Wunderbar.
Ja, komm, klau mir Mana. Wenn du meinst, dass du das machen musst. Ah, nice. Damit haben wir die Treppe gefixt. Okay. Gut. Na, Hinterhalt wahrscheinlich. Von meinem Glück. Nee, doch nicht. So, hier machen wir erstmal die Viecher. Das sind ja nur One-Hit. Oh, doch nicht. Das sind andere. Ah, okay. Ja, mach dich unsichtbar. Das ist in Ordnung. Dann hitte ich dich halt nicht. Dann gehen wir auf den Vogel. Kann ich auch mitleben. Ende der Welt 8. Hier die Dinger. Die müssen da irgendwie einrasten. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, purer Zufall oder so. Wie das funktioniert. Okay, oder nur der eine. Gut, Ende der Welt 9. Sind wir jetzt ganz oben? Nein, aber wieder... Speicherpunkt? Nee. Nein, nein, nein. Ein Lehmvogel, zwei Smaragdvögel. Der erste ist down. Smart Bombe. Ja, das tut weh auf jeden Fall. Ja, wir machen erstmal den Lehmvogel, weil der hat viel weniger Leben. Okay, der dürfte jetzt kein Problem mehr sein. Danach sollte ich sie jetzt aber nochmal heilen. Nach dem Fight. So, alle heilen.
einfach fallen lassen, kein Problem. Nice. Ende der Welt 10. Okay, ich glaube, wir sind fast ganz oben. Ich würde hier an der Stelle die Folge beenden. Haben wir uns in dieser Folge um die große Mauer gekümmert und eigentlich so gut wie beendet. Ich glaube, es ist nicht mehr viel, noch ein bisschen gelaufen. Und dann haben wir das Ende, das vermeintliche Ende der Welt erreicht und werden in der nächsten Episode sehen, was sich dahinter verbirgt. Also hinter der Mauer. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar und abonniert nicht vergessen. Checkt auch bitte die Links in der Videobeschreibung, einmal zu meinem Twitter-Account, da poste ich jeden Tag wann und wenn mein Livestream online geht. Dann noch ein Link zu meinem Discord-Server, da seid ihr natürlich recht herzlich eingeladen, beizutreten. Und zu guter Letzt ein Link zu meinem Livestream, denn ich streame mittlerweile täglich ab ca. 18 Uhr und würde mich freuen, wenn ihr da einschalten würdet. Ansonsten war es soweit von mir, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!